Mädel, Leute, Serplin hier. Heute möchte ich mehr drüber reden, dass mittlerweile einfach jedes Social Media gefühlt immer nur sich an der einfach nicht mehr irgendwie versucht, eigenständig irgendwas zu machen, sondern mittlerweile will einfach jedes Social Media sein wie das andere. So, es ist einfach nervig. So, ich nehme jetzt mal als Beispiel, dass einfach mittlerweile jedes Social Media, was halbwegs groß ist, eine Story-Funktion hat. So, erst war es Snapchat, dann war es Instagram, dann kam Facebook. Jetzt hat sogar Twitter eine fucking Story-Funktion. So. Wer hat danach gefragt, dass Twitter eine Story-Funktion bekommt? So, das ist doch die dümmste Scheiße, aber nein, man braucht's ja unbedingt, weil sonst ist man ja nicht hip und flip mit der Jugend. So, absolut hängen geblieben. Ich sag's mal, wie es ist. Also, ernsthaft, ich irgendwie so einen Scheiß benutzt. So, wer benutzt fucking mal Facebook Stories oder so. Vor allem, jetzt gibt's ja auch noch zum Beispiel bei Instagram, wurde ja jetzt ein fucking Marketplace eingeführt. Ja, Junge, ich benutze auf jeden Fall Instagram, um fucking nochmal shoppen zu gehen. Ach Gott, das ist so absolut dumm. Ich würde mich so absolut beschissen fühlen, wäre ich irgendwie ein Social Media Manager und ich hätte einfach nur mein einzigster Job ist einfach nur zu gucken, okay. Was machen jetzt die anderen Social Medias, damit wir einfach Steuerung C, Steuerung V machen können? Gott, das muss so ein trauriges Leben sein, da zu arbeiten bei Twitter oder so. Du wartest einfach nur darauf, dass andere Leute eine kluge Idee haben. Kaufst sie entweder auf oder machst Steuerung C, Steuerung V beim Programmcode gefühlt. Naja, ist eigentlich auch scheißegal. Ich wollte einfach nur kurz drüber reden, dass mich das echt mittlerweile ein bisschen abfuckt. Also ja, danke fürs Zuhören, ne? Denkt dran, keine Ahnung, ne? Disliken. Deabonnieren, enden mit die verfickte Glocke und jetzt runter von meinem Rasen geholt und so, yeah.